Meine. Raus jetzt. Das befördert dich Gut, raus. Meine lieben Freunde, ich muss los. Ja. Kommt her und disst Kupi, genau. Und disst Kupi weg. Nee, disst Kupi weg. Du musst das schon richtig aussprechen. Dein Bauch hängt ins Bild. Hängt er gar nicht. Mhm. Wo hängt mein Bauch? Herr Untermieter. Genau, Mäuschen, aber diesmal mitspielen, hat Salvo gesagt. Ja, wenn Tekken mal hier am Gange ist, hast du 2 Controller, hast du das alles am Start, kannst du es mal organisieren? Ja, mal? Kann ich alles organisieren. Ja, dann mach's mal. Ja, ja, mach dich auch. Ich habe 2 Controller, ich habe alles am Start. Alles okay. So, Pyro, Schatz. Bis morgen. Und Alucard, Schatz. Und Onigam, Schatz. Alles Schatz, alles Schatz. Und alle ihr anderen kleinen Schätzchen. Noch und ihr anderen kleinen Schätzchen, ich Mensch. Ich muss los, ich muss auf die Couch. Okay, ja. Ich muss los, ich muss auf die Couch. Ach, jetzt bist du ja freundlich, wa? Give Thrones? Na ha, ich mach dann, hab ich doch gesagt, gegen 8 ungefähr mach ich Feierabend. Wie gegen 8? 8 oder gegen 8 oder halb 9? Gegen 8. Wahrscheinlich im Moment. Wenn nicht, dann seid ihr früh genug Bescheid. Hab ich Küsschen zurückgekriegt? Das interessiert doch niemanden. Nur Führer hat ein Herz geschrieben. Ah, I love you too. Ah, das ist das Mäuschen. Das ist das Mäuschen. So. Positiv wie negativ, so. Wieder Fokus. Fokus aufs Gehen. Konzentrationskupi ist wieder da. Wie mein Avatar. Was? Heute habe ich sogar ein T-Shirt an wie mein Avatar. Ja, das stimmt. Wie dein Avatar. Den haben noch keiner kennt. Was machen wir dann mal, wenn du hier mit so... Pyro kennt den. Das stimmt. Ich habe ein T-Shirt an wie mein Avatar. Ja, schön. Kannst du dann auch mal anhaben. Sagt er gar nichts dazu? Nee, sagt er gar nichts dazu. Außerdem ist es auch ein bisschen verzögert jetzt. Kannst du mal aufhören, hier meine Sendung zu sabotieren? Okay. Sabotiererin. So. Okay, die Zauberin des Magiers haben dir schwer zugesetzt. Deine Vitalität wird vom roten Balken um links angezeigt. Okay, das habe ich schon gesehen, habe ich auch schon begriffen. Der ist jetzt gefährlich kurz. Bei niedriger Vitalität soll es dich auf Verteidigung konzentrieren und das Quentzeichen wirken, den gegnerischen Schaden reduziert. Das Defense ist ein Quentin, also wir tragen den aus mit entsprechenden Heiliger. Reflektiert. So, wenn den magischen Schild Quen. Dafür muss ich Quen auswählen. Achso, jetzt ist das ganz langsam alles gemacht. Das ist ja cool. Quen. Hab ich doch gemacht. Wie viele von denen laufen hier noch? Die ist einfach frech, die ist einfach frech. Nee, nee, die ist immer so, die ist immer so. Natura, genau. Dann wird sie irgendwann ruhig, genau, MRIs. Mit dem Axi-Zeichen kannst du deine Gegner vorübergehend kontrollieren. Auf ihn. Wenn das mal keine coole Angelegenheit ist. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ihr habt das doch auf dich verwendet. Mal kurz hier ein bisschen ausweichen. So. Jetzt kommst du hin gegen den Magier, den du G. Usability 1 gerückt hältst. Aha! Ah, jetzt! Hab ich gemacht! Musste G Usability 1 nur gedrückt halten. Das war wahrscheinlich B. Kionio 3-2-2-1 Risiko. Darkwing Duck. Darkwing, Darkwing, Duck. Okay, das Irrdin-Zeichen ist eine magische Bodenfalle. Gegner, die hineingeraten, werden gelähmt. Du kannst von hinten angreifen oder auch flüchten, wenn der Kampf nicht nach Plan verläuft. Oi, oi, oi. Was ist denn hier los? Du haust mir aber ganz schön ein rein. Das ist das Irrdenzeichen, das ich jetzt gebe. Hoi! Hör auf damit! Kupi mag das nicht! Komm in meine Falle rein, du Gargoylvieh! Jetzt kommt er nicht mehr. Ja, hier. Jetzt will er nicht mehr. Komm!
Vielleicht laufe ich das selber. Ah, ja, 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 hat ja nie mitgerechnet, ne? Gib dem Gargoyle mit dem feurigen Igni-Zeichen den Rest. Alright, dann machen wir kein Problem. Aua, 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 aua. Ja. Oh, da ist er geplatzt. Ohne schon OP, ja, genau, Mario. Das kann natürlich sein. So, Gegenstände im Schnellzugriff. Alrighty then. Öffne das Inventar. Gegenstände, Pflanzen, Siemen, gewünschte Gegenstände wie Bomben, Fallen, Köder oder Wurfmeister in den Schnellzugriffsbereich. In der rechten oberen Fensterecke. Schließt du das Fenster, findest du Gegenstände auf der Liste im Schnellmenü und kannst sie unkompliziert verwenden. Alright. Wollen wir nochmal gucken, ob das nicht auch geht. Ja, fortsetzen wollte ich nicht. So, Inventar. Das geht hier nicht? Du hast, Tutorial, du hast mir gerade gesagt, ich soll das machen. Lügnerin. Nimm alle Gegenstände aus der Truhe in der Arena. Alright. Nehmen wir mal. Ein ausgewogenes Stilett ist da drin. Oh, das gefällt mir alles schon ganz schön dolle. Okay. Ich muss dann hier zum Beispiel das da. So, habe ich denn da? Die Bombe und die Falle. Okay. Habe ich gemacht. Schnellmenü schließt. Genau, das da. Möchte ich verwenden, bitte. Wähle die Bomben. Ich wollte aber die Stilette wählen. Bomben mit rechts. Halte rechts und Nase ziehen. Ah, Bomben! Habe ich mich zwar selber mit getroffen, aber ist okay. Hat gut funktioniert. Okay. Im Elotrix, was ist denn, wo, was ist denn da los? Was ist die Hölle? Was ist wo wie die Hölle? Müsste natürlich neu machen, ohne den Godsheet. Ich habe kein Godsheet. Ich konzentriere mich ja jedes Mal auf die Aufgabe, die mir hier bevorsteht. Ich werde gleich unglaublich pro-mäßig Dark Souls-Style da durchlaufen. So, wenn du gegen einen Feind platziere eine Falle mit rechts behandeln, du kannst beliebig viele Fallen stellen. Ach so, die Falle soll ich jetzt wählen im Schnellzugriff, okay. Hab ich gelegt, das ist eine Falle. Die sieht bestimmt keiner. Ist auch gar nicht doll aufgebaut. Und da ist er tot. Meine sehr unsehbare, unsichtbare Falle. Wurfmesser. Das ist doch mehr nach meinem Stil hier. Ah, okay, das ist sogar ein bisschen... Oh, das hat dir ein bisschen wehgetan, glaube ich. Wo ist das Ziel? Ich sehe kein Ziel. Da. Okay, ich muss dann wahrscheinlich auch gleich den Blumen mal echt ausmachen. Das ist sehr, sehr, sehr blendend, sag ich mal. Oh, er will zaubern! Oh, da geht er down. Da geht er down. Komm her, hast du was zu looten? Nein, hast du nicht. Charakterentwicklung. Okay. Oh, das hört sich doch gut an. Cry. Das ist, glaube ich, sehe ich als Lob. Als Lob an. Papalapap. Fertig, naja. Die Hühner im Stall, da hast du vollkommen recht. Und der Strauß ist sehr, sehr weit oben, das stimmt. Okay, während der ersten 6 Level kannst du nur Fähigkeiten aus dem Hexerausbildung Entwicklungsschema erlernen. Erhältst du weitere Talente, dann kannst du die Fähigkeiten aus den übrigen 3 Entwicklungsschemas investieren. Magie, Alchemie und Schwertkampf. Ah, ist ein Level aufgestiegen. Öffne das Charaktermenü. Mutagene funktionieren, modifizieren bestimmte Fertigkeiten von Geralt. Um eines zu verwenden, öffne das Charakterfenster, wähle eine Fähigkeit mit dem Mutagenplatz. Hexerausbildungsentwicklungsschema, mutiere sie. Du wirst weitere Mutagene im Monsterkadaver finden. Das hört sich doch gut an. Charakterfenster. This is the Geralt. Okay, ich kann nur nach oben Hexerausbildung wählen. Okay. Das sieht ja aus wie bei, okay, das wabbelt alles so. Seht ihr das? Sieht aus wie bei, wie heißt das Game noch? Jungs, helfen mal. Wie heißt das Game noch? Das ist mit so schwarzen Schleimknödeln, die man überall verteilen muss. Ein sehr geiles Indie-Game, übrigens. Energieregeneration und. Was habe ich denn da? Zähigkeit, Identität plus 10, brauche ich nicht. Messer werfen, schaltet Messer werfen frei, okay.
World of Goo, genau, World of Goo. Ja, White Coke, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Ja, heute ist hier echt gut was los. Parieren. Oh, das ist doch mal eine Sache, die mir gefällt. Ja. Okay, und jetzt habe ich hier parieren gelernt. Schalte die Fähigkeit freies Pflege aus allen Richtern zu blocken. Schadensreduktion beim Blocken mit maximaler Energie 100%. Alright. Ja. Hab ich doch gemacht. Ich hab doch nur eins gehabt, oder was? Willst du mich jetzt zerwaschen? Null Talente. Ja, er hat null Talente frei. Ah. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso bin ich überhaupt Level 8 schon? Das habe ich doch gemacht schon. Warum willst du mich verarschen? Auf das World kommt es nicht an, genau. World of Goo. Hängt sieht aus wie ein Tannenbaum, ja. Kurios, kurios. Ich habe das getan. Was sind denn Mutagene? Muss man da noch irgendwas anderes machen? Wählen Merkmale. Schaden, was heißt denn? Resistenzen, Charaktermerkmale, Wissen, Pyromantie, Fertigkeit Level 1. Warst zu schnell. Nee, ich habe das nicht abgebrochen. Ich habe das hier, guck, parieren habe ich 2 von 2. Ich habe das alles gemacht. Das Tutorial ist irgendwie, scheint ein bisschen buggy zu sein irgendwie. Umlenken von Pfeilen, oh, das hört sich doch auch mal extremely nice an. Sehr komisch. Wenn ich hier mal rumgucke, irgendwas drücke, passiert nichts. Und hier drücke ich auch mal auf Alchemist und Synthese und so einen ganzen Unfug hier. Wenn ich das wegmache? Das habe ich doch gemacht. Warum? Nee, habe ich nicht gemacht. Ist abgebrochen. Ach so, sorry, Victor. Ja. Ach, das Tutorial gab es anfangs gar nicht. Okay, das ist dann vielleicht auch mit der Enhanced Edition dazugekommen, ne? Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich habe hier so gut wie alles gelernt. Dann brechen wir das Tutorial mal ab hier. Und machen direkt neues Spiel. Neues Spiel. Kein Tutorial. Oh, wahnsinnig. Wenn Geralt stirbt, ist das Spiel aus und vorbei. Dunkel, sehr schwer. Besondere Gegenstände verfügbar. Kämpfe haben es in sich. Ich bin am Überlegen, also ich tendiere eher zum dunklen Modus. Aber dieses besondere Gegenstände sind verfügbar. Heißt das so viel wie, die sind zusätzlich verfügbar oder werden diverse Gegenstände einfach ersetzt durch andere? Und es empfiehlt sich erst, das auf schwierig zu spielen. Hört auf mit wahnsinnig, dann ist das Spiel aus und vorbei, wenn ich verliere, wenn ich tot gehe. Das hättet ihr gern, ne? Ich werde für wahnsinnig, ja, na klar, dann bin ich tot! Ich sag doch wahnsinnig! Ja, ich, genau. Außerdem kannst du dann gar nicht zählen, Q-Neil. Jetzt ist Witcher 1 Pro, aber Witcher 2 spielt sich sehr, sehr, sehr anders als Teil 1 noch, auf jeden Fall. Dann noch die Mina, genau, die wird richtig dolle lachen. Jungs, was sagt ihr? Dunkel, zu meiner Frage. Dieses besondere Gegenstände verfügbar, heißt das so viel wie, die sind zusätzlich verfügbar? Oder heißt das so viel wie, manche Gegenstände werden einfach ersetzt oder sowas? Q-Neil ist doch immer der zählt. Zu hart für dich, Flusti. Ich mach dunkel. So. Oh, Video. Okay, danke schön, okay. Ich hab's ja dunkel jetzt einfach gemacht.